Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play The Crew Wild Run DLC. Ja, immer noch hier bei The Boss, Summit Qualifier. Und ja, ich würde sagen, ich probiere es jetzt mal kurz mit PvP. Okay, interessant, dass das gar nicht geht. Ich kann den gar nicht einladen in PvP. Oder? Warte mal. Okay, vielleicht. Ja, sehr geil. Das funktioniert. Ja, super. Dann sind wir da wenigstens mal in einer PvP-Lobby zusammen. Das ist doch schon mal was. Und ja, ich würde jetzt natürlich mal kurz sagen, dass ich jetzt einen kleinen Cut machen werde, bis wir ein PvP-Spiel gefunden haben. Vielleicht wird das auch nur eine reine PvP-Folge hier. Ich weiß es noch nicht. Kann vielleicht passieren, dass ich einfach sage, jo, keine Ahnung, 4 Rennen oder so, hau mal durch. Und die Tests mache ich dann gar nicht oder vielleicht so kurz offscreen. Schauen wir mal. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir machen einen kleinen Cut, bis wir ein PvP-Spiel gefunden haben. Jo, was ich mir jetzt natürlich kurz überlegt habe, ist, dass ich ja eigentlich, währenddessen er das PvP-Spiel sucht, die Sachen hier machen kann, oder? Warum nicht? Und wenn er mich dann halt schnell wieder in ein PvP-Spiel reinzieht, dann ist das halt so. Ich würde jetzt mal sagen, wir schauen einfach mal, wie das Springen hier funktioniert. Wie geht denn das? Wo muss ich da hin? Okay, das ist vielleicht nicht das perfekte Fahrzeug hierfür. Yes, das ist nicht das perfekte Fahrzeug dafür. Jo, was nehmen wir denn da am besten? Ich glaube fast Dragster wäre am besten, gell? Oder? Ich glaube da fast, dass der Dragster da wirklich am besten wäre. Wir können es ja mal ganz kurz probieren. Wie gesagt. Ah, okay, jetzt macht er natürlich PvP. Okay, gut. Ja, war eigentlich idiotisch gerade von mir. Ich habe jetzt da 5 Minuten verplempert von meiner wertvollen Zeit. Und habe nichts gemacht in der Zeit. Ist natürlich ein bisschen unnötig gewesen. So, jetzt heißt es warte auf Spieler. Okay, was machen wir denn mal? Ich habe mal Bock auf diese Sonntagsmesse. Aber halt, stopp. Natürlich wieder ohne Kollision. Jo, jetzt wähle ich das Event einfach mal aus. Und ich würde sagen, ich mache jetzt wieder einen kleinen Cut, weil die 40 Sekunden, die können wir uns ja auch schnell sparen im Video, oder? Also, bis gleich. So, also um jetzt mal kurz eine Sache zu sagen, was ich nicht verstehe. Seit 30 Sekunden haben wir alle in der Lobby ein Event ausgewählt, aber dieser Timer läuft einfach bis 000 runter. Das verstehe ich nicht, dass sie nicht einfach sagen, okay, jeder hat abgestimmt, zack, wir machen das jetzt. Okay, wir haben ein Performance-Event. Oh, what the fuck? Mit so einer Harley, holy shit. Sieht zumindest so aus, wie gesagt, sorry, wenn das jetzt absolut falsch war, wenn es so ein Hochleistungsmoped ist, keine Ahnung, ich kenne mich halt nicht so aus mit Motorrädern. Aber das verstehe ich nicht im PvP. Jeder hat abgestimmt nach 30 Sekunden, oder es sind noch 30 Sekunden in diesem Timer, und der Timer läuft einfach noch 30 Sekunden so unnötig, ja? Das verstehe ich nicht, dass sie da nicht einfach sagen, okay, jeder hat abgestimmt, zack, wir machen die Abstimmung oder dieses Zufallsrädchen da für das Event und fertig. Sowas geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist wieder so unnötig, dass einfach da Zeit verloren geht. So. Oh shit. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das so klug war, dieser Wheelie. Okay, das wird jetzt sehr, sehr interessant. Kollisionen sind aus, Verkehr ist aus. Das heißt, nur ich und die Strecke eigentlich. Und vielleicht ein bisschen Windschatten von den anderen Heinis hier. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wie gesagt, die Mopeds sind noch nicht so meine Klasse hier. So. Hopp, 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 hopp. Dragonfire ist natürlich noch am Start, ganz, ganz klar. Oh shit, der eine ist da ganz, ganz weit gegangen und der Dragonfire überholt mich erstmal. Stierclass. 4 von 23. Holy shit, das Rennen dauert lange. Holy shit, das Rennen dauert wirklich lange. Jetzt hat aber er hier gerade ein bisschen zu viel gebremst. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, beziehungsweise am Herausfinden, wie man das hier am besten fährt. Okay, Dragonfire holt sie jetzt gleich mal den zweiten. So, da hoffentlich kann ich mitziehen. Ah, leider nicht ganz. Jo, also den haut es jetzt hier komplett raus. Und da kann ich profitieren. So, der Dragonfire, der heizt hier ganz schön. Meine Fresse, hey. Okay, hier kann man super gut Vollgas durchgehen. Oh, shit. Jetzt gibt es ein Verbindungsproblem. Mit wem?
Oh shit, da sind direkt zwei weniger. Jo. Alter! Wieso sind die beiden auf einmal so weit vorne? Holy shit. Und der Dragonfire ist irgendwo. Oh shit. Das war Unglück von mir. Alter, habt ihr das gesehen? Der Dragonfire war auf einmal irgendwo. Und der Banditos ist auf einmal von letzten Platz auf auf 2. Hä? What the fuck? Alter, was soll denn das jetzt gerade gewesen sein? Okay, ich habe es mir gerade natürlich auch ein bisschen selbst verbuggt. Verbuggt. Verbockt, meine ich natürlich. Aber das war doch scheiße gerade, oder? Das ist durch so einen Verbundungsabbruch einfach irgendwer ganz nach vorne schafft, der vorher einfach gar nicht da vorne war. Das ist schon ein bisschen enttäuschend und belastend auf jeden Fall. Sondern irgendwie, das sind doch keine 5 Sekunden nach vorne, oder? Jo, ihn hat es mal weggehauen hier. So. Ich bin jetzt natürlich hier im ganz Hochdrehzahl, Tiefdrehzahlbereich. Okay, nach vorne sind es, glaube ich, 6 Sekunden. So. Ich nehme hier mal ein bisschen die Wand mit. Ich denke, der Dragonfire wird es mir nachmachen. So. Okay, jawohl, hier schön durch. Schön halten. Kurz nochmal gelupft und weiter geht's. Oh shit, hätte man da abkürzen können. Oh shit, man hätte einfach nur geradeaus fahren müssen. Okay, weiß ich fürs nächste Mal. Aber wir betteln uns hier ganz gut. So, jetzt ziehe ich hier mit Nitro raus. Das war ein ganz kleinen Vorsprung mir rausgefahren gerade eben. So, hier können wir eigentlich abkürzen. Da habe ich jetzt wirklich, um ehrlich zu sein, gar nicht auf dem Schirm gehabt, hier irgendwie abkürzen zu können. Oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht, der Dragonfire. Da bin ich jetzt ein gutes Stück weggekommen. So, und jetzt sind wir auch gleich im Ziel. Eieiei. Also irgendwie, das war ein bisschen strange. Also vor allem das zwischendrin mit diesem Verbindungsabbruch. Klar, ich habe dann vollkommen den Bremspunkt verpasst. Da stimme ich euch zu, wenn ihr jetzt sagt, ja, du bist ja dann noch scheiße gefahren. Das stimmt. Aber dass auf einmal der Dragonfire irgendwo war, habe ich zumindest gerade gesehen. Also irgendwo in so einem abgesperrten Teil, wo du kommst da eigentlich gar nicht hin. So sah es zumindest bei mir aus. Das war also richtig strange irgendwie. Ich war mir sicher, dass der auf dem... Also auf jeden Fall war der nicht vor mir. Wir waren zu dritt vorne. Dann hat es den Dragonfire weggehauen. Ich habe dann selbst einen Fahrfehler gemacht. Aber schon bevor ich den Fahrfehler gemacht habe, war der andere schon vor mir, der vorher hinter uns beiden war. Und ich bin ja nur ein Stück geradeaus gefahren. Also what the fuck, what the fuck. Gehirnfuck, Hashtag Gehirnfuck. So, jetzt lädt er mal wieder, so ewig. So, wir probieren es jetzt nochmal mit dem Eingeländerennen. Hier, dieses Sonntagsmesse. So, das will ich jetzt mal. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt leider wieder diese 50 Sekunden warten. Ich mache natürlich wieder einen kleinen Cut. So, dann schauen wir doch mal, welches Event jetzt hier gewinnt in der Verlosung. Das sind natürlich, die letzten zwei sind zweimal gleich. Aber wir kriegen eine Rennveranstaltung, okay. Ich hoffe nicht die Viper. Gott, what the fuck? Oh Gott, nicht die Camaro. Ah, das sind halt alles Amis, gell? Boah, aber ich hasse diese Autos, weil ich mit den Wheels bin nicht klarkomme. Weil ich das einfach nicht schaffe, dass ich es am Pad hier hinkriege, dass ich die Leistung perfekt auf die Straße bringe. Aber egal. Ja, Mr. Easy Racer ist hier ein Spieler-Let's Player, der muss das hinkriegen, ja? Auch unter schwierigsten Bedingungen, ganz klar. So, es sind natürlich auch ein paar mehr Leute wieder am Start. Da sind zwei oder drei dazugekommen, wenn es mir nicht täuscht. Ja, sollte ich jetzt was sagen, wie wir jetzt das Rennen schaffen werden? Ich will nicht sagen Podium, weil dann verkacke ich direkt. Ja, wir schauen einfach mal, oder? Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Normalerweise ist Rennen eine Klasse, die mir sehr schön liegt eigentlich. So, ich versuche mich natürlich hier direkt irgendwie in den Windschatten zu zwängen. Okay, da geht es jetzt eh erstmal nur geradeaus. So, Dragonfire, komm, wir reißen das jetzt hier. Holy shit. Holy shit, alter Schwede, geht das Ding steil. Oh, ho, 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 holy, warum ist das so hell? Alter Flash, Mann. Okay. Bremsen, Leute, bremsen. Jo, ich war selbst zu spät. So, jetzt Nitro rauspressen.
So, jetzt den Dragonfire in Windschatten hängen. Jawohl. Nein, 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 nein. Ich bin ja schon vor dir her. So, jetzt hoffentlich in denen zwei ihren Windschatten zwängen. Alter, ist der erste. What? Wieso ist der erste auf einmal? So weit vorne, wollte ich gerade sagen. Und dann treibt es mich hier komplett weit raus. Der erste ist auf einmal endweit weg. Alter, wie soll das funktionieren? Wie geht das? Dass der auf einmal so weit weg ist und ich Idiot. Ah, doch, doch, doch. Er gibt mir jetzt gleich Windschatten. So, jetzt. Er gibt mir Windschatten, wenn es geht. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir pullen uns gegenseitig und so kommen wir jetzt an den ersten Rand. Haha. 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 So, jetzt bremsen. Oh, perfekt. 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 Bombisch. Oh, für ein Grip. Alter Schwede. Schön im Drift durch die Kurve. Jawohl, komm, 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 komm. Ah, nein, jetzt kriegt er wieder Windschatten hinter mir. Ich will nicht, dass der Windschatten kriegt. Aber er versucht es nicht mal irgendwie gerade. So. Oh, shit. Alter. Da hatte ich jetzt schon gerade ein bisschen Glück. Ein bisschen Luck. So, aber nur nicht mal die Hälfte ist rum. Holy shit. Das kann ja jetzt noch was werden. Aber er pullt sich nicht in meinen Windschatten. Das finde ich natürlich super, dass der sich nicht in meinen Windschatten pullt, aber jetzt holt er sich. Nee, jetzt holt er sich doch nicht. Weil so... Ah, jetzt holt er sich. Fuck! Komm! Boah! Alter Schwede, komm, 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 raus, raus, raus. Das war nicht gut. Fuck, hätte ich da nur ein bisschen besser gebremst. Shit, ich Idiot. Ich Idiot. Und jetzt komme ich, jetzt muss ich schauen. Jetzt muss ich schauen, die Kurve gut hinkriegen. Yes, perfekt. Komm, find Grip. Ah, Mann, ich war selbst, aber ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme ran. Sehr geil. Sehr geil. So, jetzt noch mit Nitro am besten vorbeischießen. Ah, fuck, da kommt schon eine Kurve. Ja, komm doch weg da! Was machst du denn? Scheiß Auto, Alter! So, wenigstens Podiumsplatz halten. Alter, ich Idiot! Wieso bremse ich da nicht früher? Mein Gott, da wollte Easy wieder zu viel. Da wollte Easy einfach ein bisschen zu viel. So, komm schon. Nein, 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 nein. Alter, wieder springt. Wieder leckt. Komm, fahr vor. Krieg ich wenigstens deinen fucking Windschatten. Wir können uns ein bisschen pullen hier hin und her. So. Jo, Alter, 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 Alter. Hör mal auf, so rumzuspacken hier. So, jetzt ziehe ich aber erstmal hier einen Ticken weg. So, an den zweiten kommen wir ran. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Holy shit. So, jetzt schön Nitro raus und Windschatten. Gib mir Windschatten, gib mir Windschatten. Nein, er fährt mir weg, er fährt mir weg. Also Platz 2 ist auf jeden Fall noch drin. Alter, komm, für den Grip, für den Grip. Aha, was man der ersten Kurve zu viel gibt. Das fehlt dann in der zweiten Ecke. Fuck it. Und jetzt komme ich auch nicht mehr ran. Windschatten, der ist zu weit weg. Holy shit, das musste ich hier auch noch gerade ein bisschen korrigieren. Boah, Alter. Ja, Mann. Madig. Da wäre locker ein Sieg drin gewesen. Sorry, liebe Leute. Aber da habe ich richtig gut verkackt zwischendrin. Eieieiei. Eieiei. Boah. Ich war wirklich eine gute Zeit lang in Führung und dann habe ich einfach verkackt. Ja, als ich mit dem Zertner... Ja, madig. Das war, wo ich einmal geradeaus vorbeigeschossen bin. Einfach einen Ticken zu spät gebremst. Aber Podium, so wie ich es wollte. Und dann passt das. So, ich denke mal, ein Rennen nehmen wir noch mit jetzt. Ein Rennen können wir auf jeden Fall jetzt noch mitnehmen. Ja, immerhin Dritter. Ich meine, ist jetzt nicht schlecht, ja. Aber wäre schon mehr drin gewesen. Und wenn jetzt natürlich mehr drin gewesen wäre, ärgerst du dich, ne? Ich weiß halt nicht, wie schlau es gewesen wäre, als ich da rausgerutscht war, sofort einfach Kreis zu drücken und mich zurückzusetzen auf die Strecke. Das weiß ich natürlich nicht, wie schlau das gewesen wäre. Vor allem, weil ich viel Zeit verloren habe durch dieses Rückwärtsfahren der Langhängen.
Aber egal, so ist es jetzt. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir im letzten Rennen nochmal richtig auf die Kacke hauen. Dass wir da jetzt nochmal richtig auf den Putz hauen. So, wenn ich mich jetzt mal in, die PvP-Lobby wieder reinlassen würde, das wäre jetzt mal die Voraussetzung dafür. Hallo. Ja, danke. So. Ich mache wieder das Geländerennen, Sonntagsmesse. Und ja, dann sehen wir uns in 50 Sekunden wieder, beziehungsweise ihr jetzt gleich. Alles klar, dann schauen wir doch mal, welches Event uns erwartet. Wir haben nur 3 Events zur Auswahlmöglichkeit und es wird natürlich mal meins nicht. Wir kriegen ein Street-Event. Wieder vom Serdna ausgewählt. Ach du Scheiße, sag mal, willst du mich verarschen? Willst du nicht sagen, dass sie in den Hammern jetzt durch die... Oh Gott. Oh Gott. Ihr hättet sogar den untersteuernden Mini nehmen dürfen, aber warum den Hammer? Warum den Hammer? Sag mal, seid ihr komplett von... Ach, das ist auch noch Ausscheidung. Falle nicht auf den letzten Platz zurück. Seid ihr komplett von allen guten Geistern verlassen? Mit dem Hammer. Und ich habe auch noch den Cabrio, oder? Meiner ist zumindest offen, oder? Nee, meiner ist zu. Das sind alle zu, glaube ich, oder? Ja, ja. Okay. Warum startet der Dragonfire vor mir? Ich dachte, das geht nach Rangliste. Alter, ist das ein Panzer. Holy moly. Holy moly, ist das ein Panzer. So, jetzt habe ich natürlich kein Nitro, weil ich ganz nah vorne bin. So, aber ich denke, Windschatten wird hier nicht so ganz das große Thema sein. Komm rum, rum, rum. Yes. Alter, einmal zu früh gebremst. Zum Glück. Zum Glück einmal ein bisschen früher gebremst. Fuck, ich hätte da reingemusst. Ich Idiot. Alle fahren sie vorbei. Alle fahren sie vorbei. Alle fahren sie vorbei. Und ich Idiot, ich drehe um. Was bin ich? Was bin ich für ein Spasti? Was bin ich für ein Spasti? Wieso bin ich nicht gerade ausgefahren? Ich Idiot. Was ist das für eine Scheißlinie? Verpiss dich doch. Ja, und dann der schaut zu. Ja, genau. Du Sack. Weißt du, er ist letzter. Ja, schau ich einfach zu. Ach komm, hör auf. Was bin ich für ein Spasti, Mann. Ich habe noch gedacht, yes, alle fahren vorbei. Und dann sehe ich, dass man auch anders fahren kann. Ach, der, ja, Alter, der hat einen Bremsweg, Alter. Aber ich komme noch, pass auf. Ich habe eine Minute Zeit, den aufzuholen. Alter, wie lang geht dieses Event, bitte? Und ich habe Nitro vom anderen Stern. Wenn der jetzt wieder ein bisschen mehr geradeaus fährt hier. Ah, fährt er nicht. Shit. Aber egal, ich habe richtig ordentlich Nitro. So. Ich Idiot. Und ich fahre. Ja, und er zeigt mal noch an die falsche Richtung. Du Hurensohn Kater, Alter. So. Immer schön hier gut mit Nitro. So, dann komme ich wieder. Ja, ich verliere das Leben nicht, mein Freund. Aber wieso dauert das eine Minute? Sag mal, seid ihr eigentlich komplett behindert? Komm schon, ich will jetzt nicht das letzte Leben auch noch hier verlieren. Das darf schön er jetzt gleich verlieren. So, komm, 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 rum, rum, rum. Ja, ich glaube, auf der Geraden sollte ich ihn haben. Wenn ich keinen Crash brauche. Nee, es hätte nicht, es darf nicht soll, nee, wie sagt man, es hätte nicht sollen sein, so ungefähr. Yes, er macht einen Fehler. Er macht einen Fehler und ich bin durch. Nice one. Nice one. Jetzt sagt er gleich, yo, ich schau auch zu. Das wäre jetzt richtig. Oh, und so ein Wichser Arschloch-mäßig. Ja, genau, er verlässt das Event. Alter, was bist du für ein Danke, Alter. Ja, da komme ich jetzt natürlich nicht mehr ran. Weißt du, was ist das denn? Man fährt es doch dann wenigstens zu Ende. Ich meine, ich bin doch auch rangefahren. Oh, Dragonfire. Ich glaube, dir wird es gleich nicht gut gehen. Weil ich habe mich jetzt sukzessive auch dank des Nitros einfach rangeschoben. Gut, ich weiß, dass ich das Leben hier noch verlieren werde wahrscheinlich. Aber danach wird es spannend zu sehen sein. Danach wird es wirklich spannend zu sehen sein, wer hier wirklich dann das nächste Leben verliert. Ihr beide macht aber auch keinen Fehler da vorne, gell? Ich merke das schon. Ich merke das schon. Ihr merkt das schon. Ja, das Leben verliere ich, das stimmt. Das bestreite ich nicht. Aber wieso fährt der Dragonfire mir auf einmal auch wieder so weg?
verstehe ich gerade so nicht. Und ich hätte einfach auch so schön da vorne sein können. Aber nein, der Easy meint, ich fahre falsch und fahre rückwärts. Und der andere verlässt einfach. Weißt du, der andere schaut zu und der andere verlässt das Event. Oh, jetzt habe ich eine Chance. So, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Wieso ist die letzte Lehm? Ist es nur so kurz? Boah, wie geil wäre das, wenn ich ihn mir noch holen würde. Nein! Madig. So, okay. Jetzt schaue ich den Dragonfighter. Der ist gut dabei. Der holt das jetzt für uns. Der holt das jetzt für uns. Ja, da nicht verkacken. Nice one. Nice. Aber er kommt. Aber er holt sich. Das Leben verliert er nicht. Das ist geil. Okay, okay, okay. Ja, jetzt hier die Kurve nicht verkacken. Schön bremsen. Yes. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Das war nicht gut. Dragonfire. Oh, kein Scheiß. Yes, er verliert noch eins. Jetzt, komm, 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 komm. Stopp, 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 stopp. Yes. Komm, bremsen. Jawohl, jawohl, jawohl. Yes, er verliert. Nice one. Wo ist der überhaupt? Er ist hinter ihm. Er ist weit hinter ihm. Nice, Dragonfire. So will ich das sehen. Ja, er ist sehr, sehr weit. Er ist safe. Er ist jetzt safe. Er kann es nach Hause fahren. Sehr, sehr geil. Das taugt mir. Die anderen zwei, die einfach rausgehen, weißt? Alter, das geht nicht in meinen Kopf, nein. Ja, ich hab ihn verkackt. Jo, schau ich nur zu. Mein Gott. Mein Gott. Da, 53 Sekunden. Und dann geht er einfach raus. Nur weil er so schlecht ist. Wow. Alter, sowas geht halt echt nicht in meinen Kopf rein. So, aber jetzt würde ich mal sagen, liebe Leute, wir haben es eigentlich jetzt für diese Folge. Und ja, ich kann da nur nochmal sagen, dass, wenn euch das Video gefallen hat, ihr natürlich sehr, sehr gerne ein Like da lassen könnt. Abonnieren, kommentieren. Abonnieren ist kostenlos, gar keine Frage. Jetzt weiß ich auch, woher das Abonnieren kostenpflichtig herkommt. Nämlich bei Twitch ist Abonnieren kostenpflichtig. Nee, also YouTube ist alles kostenlos. Jo, der Dragonfire ist auch raus. Ich bin jetzt hier auch raus. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, dann sage ich jetzt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt ciao, servus und bis dann.